Es ist nicht total krass. Ich meine, Eifersucht ist eigentlich eine uralte Fähigkeit, eine uralte Kraft in uns, die dafür sorgen soll, dass Beziehungen besser halten, Familien geschützt sind. Und Eifersucht kann so überschnappen, dass ein Paar in die Knie geht, eine Beziehung in die Knie geht und einer sich sogar trennt. So kamst du der Frage von euch, Immanuel, was kann ich tun, wenn mein Partner sich wegen Eifersucht getrennt hat? Darauf gehen wir ein. Vorneweg gehe ich ein auf die gute Eifersucht, Teil 1. Dann die böse Eifersucht, weil ich da ein ganzes Buch zu geschrieben habe schon. Dann, was ist wichtig, wenn du diese Beziehung wieder einrenken willst? Da gibt es zwei, drei, vier Schritte. Hinten eine große Chance oder ein schlimmes, schlimmes, schwarzes Schicksal. Was ist Eifersucht? Wenn es gut ist, ist das diese uralte Kraft aus der Evolution, die dafür sorgt, dass Mann und Frau ein bisschen aufeinander aufpassen, dafür sorgen, dass der andere möglichst nicht fremd geht, weil das hat in all den Jahrtausenden dafür gesorgt, dass dieses Paar zusammengeblieben ist. Wo bin ich? Okay, dann bin ich jetzt im Q&A. Schön, dass ich im Q&A bin. Es ist diese wunderbare, leichte Frage, die diese Leuchte, es ist wie ein Gewürz, es ist wie diese Süße, dass ich weiß, meine Partnerin kümmert sich um mich, mein Partner kümmert sich um mich. Es ist dieses unglaublich Schöne, danke übrigens, dass der Adi hier immer ein Co-Coach, wenn wir das Video produzieren, dabei ist. Und jetzt wir werden es nachher umbetiteln. Und wir haben diese Kraft, die eigentlich dem Paar guttun soll und die dafür sorgen soll, dass diese Familie durch die ganzen Probleme leichter durchkommt, weil sie näher zueinander stehen und besser aufeinander aufpassen. Schiefgegangene Eifersucht ist ein Selbstwert, der in den Keller gefallen ist, über den ich hart stolpere und der mich tief, tief im Griff hat. Und im Grunde genommen höre ich nicht mehr auf meinen Partner, seine Antworten, sondern auf dieses Monster, was sagt, du bist betrogen, du bist total doof, hast du es nicht gerafft. Und Achtung, in diesem Moment habe ich folgende Schwierigkeit. Ich habe die Schwierigkeit, dass ich nicht im Grunde genommen nicht auf meinen Partner höre, sondern auf diese Stimme, die sich längst quasi mal einfach mal reingekrochen hat. Großer Fehler, ich sage, ich bin eifersüchtig. Nein, tu das nicht. Der erste Schritt für mich ist, dass du dich trennst von dieser Eifersucht und sie benannst und sagst, ich bin nicht eifersüchtig, sondern ich habe dieses Monster Eifersucht in mir. Ich nenne dieses Monster in meinem Buch Eifera. Ich habe Eifera in mir und Eifera vergiftet mir mein Gehirn. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ich muss bewusst mir sein, dass wenn ich auf Eifera höre, ich in dem Moment was nicht tue, ich höre nicht mehr auf die Beziehung, ich höre nicht mehr auf mein Herz, ich höre nicht mehr auf den Gegenüber, der sagt, sorry, das ist übertrieben. Und nicht der Partner muss an sich arbeiten, sondern ich muss an mir arbeiten. Was ganz wichtig ist, warum kann diese Sucht so tief greifen? Drei Gründe, warum die Sucht so tief greifen kann. Erstens, wenn du richtig eifersüchtig bist, stellst du eine unglaubliche Nähe her zu deinem Partner. Zweitens, in dieser unglaublichen Nähe kriegst du teilweise vom Partner Dinge, die du sonst gar nicht kriegen würdest, wie er bleibt wegen dir weg, er bleibt wegen dir von der Firmenfeier weg, kommt wegen dir früher nach Hause. Das heißt, du hast Kontrolle. Teilweise kriegst du das Handy gezeigt. Hier, schau rein. Das kriegen andere nicht gezeigt. Deine Psyche denkt sich sogar, oh, wie toll, ich krieg das Handy gezeigt. Du denkst noch, wie toll das ist. Du bist voll auf dem falschen Trip. Und last but not least, nach dem Stress kommt immer die Versöhnung. Und ihr habt wieder diesen tollen Moment. Vielleicht Sex. Wunderschön. Jetzt, ganz wichtig, der Partner macht darüber Schluss. Du musst erstmal, der erste Schritt ist, um die Rückeroberung hinzukriegen, volles Verständnis für den Partner. Und weißt du, wo das Verständnis für den Partner beginnt? Bei den kleinen schwarzen Momenten, wo du dich reinversetzt den Partner und dir denkst, wie sehr hat sie oder er gelitten? Wie lange hat sie oder er nicht geschafft, Schluss zu machen? Nicht geschafft, Schluss zu machen. Aus einem einfachen Grund. Weißt du, aus welchem Grund? Nicht geschafft, Schluss zu machen? Aus dem Grund heraus, dass du mit deiner Eifersucht nämlich sonst voll am Rad gedreht hättest. Dass du mit deiner Eifersucht im Grunde genommen eventuell dir was angetan hättest, dass es dir total schlecht gehen würde. Aus diesem Grund heraus, aus diesem Grund heraus hat die Person sich quasi lange, lange Gedanken gemacht, denkst, das Gehirn zermartert, wann gehe ich? Wie gehe ich? Schaffe ich das? Das heißt, der Partner von einem extrem eifersüchtigen Menschen macht nicht am Anfang Schluss, sondern nach einer langen, langen,
langen Leidensphase. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, das will keiner hören. Aber wenn du dich nicht dafür quasi erwärmst, verstehen zu wollen, wie dein Partner tickt und was ihm so über den Weg gelaufen ist, dann wirst du keine Chance mit der Rückeroberung haben, weil du die ganze Zeit nicht in der Psyche vom Partner bist, das wäre das, was heilen würde, sondern in Wirklichkeit immer noch in deiner Psyche ist, die nämlich jetzt ein neues Problem hat. Sie hat nicht nur Eifersucht, sondern sie hat auch noch Schluss gemacht. Mit mir wurde Schluss gemacht. Eifersucht zerfrisst die Gedanken und mir wurde Schluss gemacht. Das ist das Wahrwerden der Eifersucht, nämlich krass. Ich hatte recht. Er, sie will mich nicht, liebt mich nicht. Ich hatte recht. Und du musst rauskommen. Das ist sehr hart. Vielleicht brauchst du dafür therapeutische Hilfe. Hilfe von uns als Coach. Vielleicht brauchst du einen Coach und einen Therapeuten, der am Selbstwert arbeitet und an den pathologischen Elementen Eifersucht. Und einen Coach, der dir übrigens gibt, sagt, das. Tun. Machen. Hier drüben würden wir uns zum ersten Mal in den Partner hinein verdenken und denken, krass, der oder die haben sich lange schwer getan, bevor sie schweren Herzens das Ding losgelassen haben. Das ist nämlich die Wahrheit. Danach, nach dieser Empathie, die wir für den Partner entwickeln, ist als zweites ganz wichtig, einmal runterzugehen. Da kommt man eine ganz klassische Kontaktsperre rein. Das ist genau der Zug, der wichtig ist, nämlich, dass ich zum ersten Mal Selbstdisziplin zeige. Dass ich zum ersten Mal zeige, die Eifersucht hat mich hier zerfressen, aber ich kann auch, wenn ich mich echt konzentriere, auch mal loslassen. Ich kann auch mal rausgehen. Das ist der Moment, wo du mit diesen beiden Teufeln ins Gericht gehen musst und nicht sagen musst, ich bin eifersüchtig, ich bin traurig, sondern nach der Eifersucht, jetzt knallt auch noch mein Selbstwert voll mit dem Liebeskummer durch. Ich muss Liebeskummer sofort so schnell wie möglich rausschmeißen. Für all das haben wir Übungen, dass du dorthin kommen kannst, wo du zum ersten Mal sagst, okay, krass, eine echt beziehungstödliche Kombination. Hier ist ein toller Partner. Was braucht dieser Partner jetzt? Dieser Partner kriegt jetzt zum ersten Mal das, was er die ganze Zeit verdient hat. Zeit und Vertrauen. Was für eine neue Kelle? Was für eine neue Kelle? Sag ich, ist ja schon wieder ein Fairer. Ein Fairer vertraut ja immer nicht. Ein Fairer halt mal kurz die Schnauze, wenn das mein Partner ist. Dann haben wir uns was zu sagen, wenn es mir da besser geht, wenn ich aus dieser Krise, wenn ich aus dieser Sucht herausgekommen bin. Wenn ich aufhöre, an meinem Partner zu rütteln, dass er für meine Ängste zuständig ist und kapiere, ich bin für meine Ängste zuständig. Ein krasser Moment, wenn das plötzlich so krass ist, es ist meine Verantwortung. Ich muss für meine Ängste sorgen. Ich muss meine Ängsten, muss den Mittelfinger zeigen. Ich muss mit denen hart reingehen. So, dann sind wir dort, wo du zum ersten Mal für den Partner ein anderer bist. Dann sind wir das, was in diesem Fall 2.0 wird. Dann sind wir dort, wo du 2.0 für den Partner bist. Wo du für diesen Partner zum ersten Mal die Ausstrahlung hast von jemandem, der eigentlich rafft, wie sehr er oder sie gelitten hat. Ganz geil. Kontaktsperre. Wir haben hier viel Raum, viel Luft. Mindestens 1,5 Wochen Pause gebe ich dem. Dann kommt die Aufräumaktion. Ganz wichtig. Ich spreche es aus. In schlank, in knapp. In nüchtern. Wir formulieren häufig unseren Coaches Nachrichten. Da drin muss drin sein, dass du verstehst, jetzt langsam mit Abstand, wie sehr der Partner unter Eifersucht gelitten hat. Das ist wichtig, das reinzuschreiben und nicht bitte komm zurück und gib uns eine zweite Chance. Nein, nicht sowas, sondern erstmal nimm dir einfach diese Zeit, das erstmal zu verdauen. Ich muss es auch verdauen. Schade, dass die Beziehung darüber gestolpert ist. Und trotzdem total richtig auch, weil diese Eifersucht, das war einfach kein Boden. Dann gibt es eine zweite Kontaktsperre. Und jetzt ist wichtig zu prüfen, ist beim Partner dann noch quasi zwar einmal alles niedergetrampelt worden, aber quasi die Pflanze, da ist noch so ein Sprössling, der kommt langsam wieder. Oder ist es tiefer kaputt gegangen? Und je nachdem muss man dann entweder eben ganz langsam wieder den Kontakt hochfahren mit dem Sprössling oder wenn es tiefer kaputt gegangen ist, dann eventuell doch schauen, in vorbereitete 1-2 Gespräche reingehen, wo man noch einmal klarer sagt, dass man an der Stelle Blödsinn gebaut hat, aber nicht so, dass man sich wieder total fertig macht, sondern auch mit ein bisschen
Stolz und Würde, weil manchmal ist es das, wo du dann auch stolz bist und einfach sagst, hey, ist das so? Und ich verstehe, du findest mir das total doof und überhaupt. Wir hatten trotzdem ein paar tolle Momente. Ich hätte einfach gerne ein paar Sachen nochmal besprochen, nochmal neu, einfach jetzt, wo ich das klarer sehe, nochmal neu bewertet. Und manchmal machen die mit und dann gibt es sehr, sehr schöne Gespräche, wo man einfach mal so losgelassen hat. Er hat die Beziehung losgelassen, du hast die Eifersucht losgelassen, lässt auch gerade die Beziehung los, um zu spiegeln, ehrlich zu sein. Es kann sehr schöne, leichte Gespräche geben. Klappt nicht, wenn du in Wirklichkeit, und jetzt kommen wir nämlich zu dem großen Punkt am Ende, klappt nicht, wenn du in Wirklichkeit gerade die Arschbacken zusammenkneifst und tust, als ob du keine Eifersucht mehr hättest und alles schön wegpackst, Hauptsache sie oder er kommt zurück. Das wird dir um die Ohren fliegen. Eifersucht wird sich schön hinten verkriechen, bis du den Partner wieder hast und mit einem neuen Feuer auflodern. Das ist hochgradig toxisch, wenn der Partner dann das zweite Mal schafft zu gehen. Es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal wird, ungleich geringer ist. Auf der anderen Seite solltest du tatsächlich Eifersucht einfach besser in den Griff gekriegt haben und du bist mehr da und du schaffst mehr die Eifersucht einfach dann viel mehr als eine Sucht falscher Gedanken zu schauen, auf die du einfach nicht hörst, wo du lernst, einfach nicht mehr drauf zu hören, sondern den Partner und die Beziehung davon nimmst, hab die Chance, dass die neue Beziehung besser wird als die alte. Das heißt, es wird eine schönere Beziehung. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und deshalb tu alles, dass die Eifersucht weg ist und du und dein Partner und deine Beziehung das leben können, was ihr eigentlich verdient, nämlich eine schöne, eine starke Beziehung, eine Beziehung, wo die Gedanken von Vertrauen vorne und laut sind, dort, wo man Lust hat, durch die Zeit und die Jahre zu gehen, weil man einfach eine tolle Beziehung hat. Alles Liebe und jetzt starte ich die Q&A als echte Q&A.